Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, wo ich vergessen habe, dass ich jetzt eigentlich in der kurzen Pause zwischen dieser und der vorigen Pause nachgucken wollte, was mit dem Covenant da in der Hölle der Untoten ist. Hole ich zur nächsten Folge nach, verspreche ich. Ich war so ein bisschen abgelenkt, damit mich hier um meine Attunement-Slots und alles zu kümmern. What the fuck ist denn da unten los? Also da bin ich mir eigentlich sicher, wenn wir da reingehen, dann werden wir uns selbst verseuchen. Alter, guck mal, da hinten steht noch irgendwas. Ach, scheiße. Na gut. So, da kommen wir her. Das heißt, unser Pfad führt uns als nächstes jetzt hier runter. Ich will nicht das da anvisieren. Ich will... Alter. Den da will ich anvisieren. Ich will gar nicht wissen, was der im Nahkampf machen kann. Na komm, schmeiß noch so ein Ding. Und dann verabschiede dich aus diesem Leben. So. 800 Seelen heißt, die sind nicht so super stark. So, und für den letzten probieren wir mal den Bogen aus. Ui, der knallt eigentlich auch ganz gut rein. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht beschweren, was meine aktuellen Waffen angeht. Das steigert sich natürlich schnell. Das Gift da unten. Ja, na gut, dann ist es so. Aber alter Falter, das knallt ja wirklich rein. Das ist heftig. Da muss ich mir ordentlich Zeit nehmen, um mich hier vernünftig umzusehen. Die ganzen Gegenstände einzusammeln. Und da kann man ja auch noch irgendwo hin. Und ich vermute mal, dass da ist der Weg, wo es weitergeht. Ich renne einfach mal hin und guck nach. Ja, auf jeden Fall geht es da irgendwo weiter. Geht ja auch auf das Gebäude zu. Von daher ist das wahrscheinlich tatsächlich der Weg, den man nehmen soll. Okay.
Du willst nerven, ja? Das Schöne ist, dass man immer schon im Vorfeld sagen kann, ob die Skelette jetzt wieder aufstehen oder nicht, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir halt Seelen dafür kriegen. Ein Duftzweig! Ja, cool. Ne, mit dem Kerl rede ich jetzt nicht. Das mache ich anders. Da werde ich jetzt erstmal hier das Areal durchforsten. Und dann gehe ich nochmal zum Leuchtfeuer zurück und hole alle Gegenstände raus. Die ich ihm verkaufen will, damit wir das gleich nutzen können. Das war doch der Kerl, wo wir verkaufen konnten, ne? Haben wir eigentlich in unserem Inventar irgendwas gegen Gift? Bestimmt. Das lässt sich auch gut farmen. Zumindest in der Theorie. Komm, du auch. Brauche ich noch einen. So, dann trinken wir gleich mal einen Estus hinterher. Wir sind ja schließlich immer noch hier mitten im Gift. Zumindest gibt es hier viele Titanitscherben. Das hat schon mal was. Da ich sowieso vorhabe, zum Leuchtfeuer dann zurückzukehren, ist das auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt mein ganzes Estus verbrauche. So, da ist noch eine Giftgrube. Die ist ganz heftig, da sehe ich nicht mal mehr, was ich mache. Macht mich ehrlich gesagt etwas nervös. Aber eine Truhe gibt es hier. Mit einem Feuersamen drin. Yo. Das hat sich gelohnt. So, und jetzt zurück. Und das Zeug zum Verkaufen holen. Um zu nutzen, dass wir den Kerl jetzt halt wiedergefunden haben. Eigentlich hier. Kurzschwert. Das Kurzschwert plus 1 packe ich mal ins Inventar. Ein Feuerlangschwert behalte ich mal. Ich mache es anders. Diese zerbrochenen Dinger, die verkaufe ich mal und ansonsten verkaufe ich all das, was wir mehr als einmal haben. Ultra-Rotschwert, Falchion Zauber, Falchion plus 3. Ich habe einen Zauber-Falchion. Die behalte ich mal beide. Morgenstern kann weg.
Das ist wieder eine total interessante Folge für euch jetzt hier, ne? So, das kann alles drei weg. Hier bei den Schildern, die kann eigentlich auch alle weg. Da ist keins dabei, was ich tatsächlich noch benutzen würde. Bin ich ja ganz ehrlich. So, bei den Klamotten. Oh, das Wanderer-Set behalten wir mal. Die Kapuze auch. Ich behalte... Ja, ja, doch. Ich mach's einfach mal so. Ich konnte nicht ahnen, dass wir den jetzt hier treffen. Sonst hätte ich das im Vorfeld schon gemacht, weil das ist für euch wirklich nicht sonderlich spannend, wie ich hier die ganzen Gegenstände da reinpacke. Um sie dann gleich bei dem Kerl verkaufen zu können. Ich kann es natürlich rausschneiden, aber die Idee kommt mir erst jetzt und eigentlich... Ach, was soll's. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach mal. So, das war's ja auch schon. Die Kerle respawnen natürlich alle. Das ist fies. Aber es war zu erwarten. Das bedeutet aber auch, dass ich zum Beispiel... scheiße, nicht den... Ring der Klingen jetzt kurz mal austauschen kann gegen den silbernen Schlangenring. Da machen wir ein bisschen... So, ein bisschen zusätzliche Seelen. Hier für dich. So. Der sich auch verabschiedet. Der da hinten noch. Obwohl, der kann mir eigentlich relativ gestohlen bleiben. Skelett noch. Dann geht's ab zum Verkäufer. Gucken, wie viele Seelen wir damit machen. Hi. Truhe atmet nicht, alles ist gut. So, mein Freund. Ja, das stimmt. Ist was Neues zu kaufen. Gift. Zeug. Okay, aber erstmal verkaufen jetzt. So, ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier nicht das Falsche verkaufe. Zum Beispiel mein Morgenstern plus 6. Der bleibt bei mir. So, hier die Bögen können weg. Die Schildarmbrust behalte ich. So, dann die ganzen Schilder, habe ich ja gesagt, die können alle weg. Weil der Turmschild ist so gut wie der, den ich jetzt habe. So, hier kann alles weg, was nicht ausgerüstet ist. Was jetzt natürlich ein bisschen dauern kann. Ja, es ist auch viel Kleinviehzeug hier quasi dabei.
67 Seelen und sowas, aber das summiert sich ja dann auch und würde uns wahrscheinlich zumindest ein Level-Up oder sowas einbringen, wenn wir dann fertig sind. Zack, zack, zack. Seufze. Diese Bestätigung hätten sie sich sparen können, dann lieber eine Rückkaufoption. Damit das nicht ganz so super lange dauert hier, da einmal komplett durchzukommen. Und hier brauche ich eigentlich nicht weiter gucken. Kaufst du Abfall? Weil ich habe da noch Abfall, den brauche ich nicht. Der stört nur. Das lohnt sich jetzt. Wumms. Diese ganzen Augäpfel hier, die ich sowieso nicht benutze, die bringen jetzt natürlich, die haben Seelen eingebracht. Kleiner glatterseitiger Stein ist natürlich höchst interessant für unsere Vogeldamen. Die werden wir bei Gelegenheit dann auch nochmal aufsuchen. Okay. Und die Pyromantieflamme natürlich auch. Dann sind wir hier erstmal fertig. Gavlan Deal. Gavlan, what soul? Many, many soul. What you want? Ich bin jetzt natürlich ein kleines With bisschen Gavlan, am... You will, you deal. Zögerlich, ob ich mit 35.000 Seelen im Gepäck tatsächlich jetzt hier das Erntetal erforschen soll oder ob ich erst nochmal nach Manjula zurückporte. Gavlan will. What with Gavlan? Many deal, many thanks. What? Gerade eingefallen, ich sollte vielleicht nochmal gucken, ob ich irgendwas kaufen kann hier bei ihm. Ich weiß, dass ich da schon nachgeguckt hatte, aber hier so ein bisschen giftiges Moos, obwohl, nee, das ist ganz einfach, das ist so einfach zu farmen. Da muss ich nur die Schmetterlinge für abschießen. Der hat bisher jedes Mal so ein Ding gedroppt, wenn ich einen Schmetterling getötet habe. Nee, alles gut. You go home. Wo noch auf. Ist ein kruder Stein drin. So, warum ich das jetzt hier an dieser Stelle alles schnell gemacht habe, innerhalb der Folge, ist tatsächlich die Tatsache, dass ich weiß, dass der gute Gavlan uns wieder verlassen wird. Der bleibt auch nicht im Erntetal. Der geht nochmal wieder woanders hin. Ich weiß aber nicht, wohin. Also habe ich mir gedacht, nutze ich die Chance schnell, dass er jetzt gerade da ist. So, ich weiß, wir haben vom Erntetal noch nicht viel gesehen. Das tut mir auch furchtbar leid, aber... Ich will die Seelen jetzt tatsächlich schnell investieren, damit das erledigt ist. Und als allererstes geht's nach dazwischen. Denn als allererstes besuchen wir jetzt die Vogeldamen. Ja, in der heutigen Folge passiert wieder nicht viel. Ist ein ganz kleines bisschen traurig, weil wir sind jetzt schon so weit durch die Folge durch und haben im Prinzip noch gar nichts gemacht. Das tut mir auch furchtbar leid. Oh, wisst ihr, was wir jetzt gleich mal machen, wenn wir sowieso gerade hier sind? Wir haben noch einen Duftzweig gekriegt. Den werde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal opfern, dass wir hier das Areal durchsuchen. Smooth and silky. Ich habe hier zwei Steine. Die gebe ich aber einzeln ab. Ja, ja. So nice. So smooth. Yeah, yeah. Silky smooth. Glitzerndes Titanit dafür zu kriegen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Glitzerndes Titanit ist zum Upgraden von besonderen Sachen, wie zum Beispiel dem Dranglake-Schild, benötigt. Und für Boss-Gegenstände brauchen wir diese fossilen Drachenknochen. Ist also beides sehr nützlich.
Ein geborstener blauer Augapfel, den könnten wir jetzt schon wieder verkaufen. Das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn man nicht online spielt, beziehungsweise die hätte ich auch, wenn ich online spielen würde, nicht verkaufen können, weil PvP ist nicht so ganz meins und irgendwelche Invasionen starten hätte ich eh nicht gemacht. Also ist das ein willkommener Vorrat an Seelen tatsächlich für uns. So, der geht auf uns los, ne? Natürlich tut er das. Hier haben wir jetzt die ganzen Basilisken drin hocken. Kacke nach mir zu schießen. So. Jetzt stoßen wir das hier mal um. Damit wir hier rüberkommen. Ein Pfahlstein. Haben wir hier irgendwo. Jo, hier ist wieder etwas zum Entzünden. Uns ist doch mitgeteilt worden, wenn wir hier die Fackeln alle entzünden, dann passiert irgendwas, ne? Das würde ich ganz gerne auch noch weiter verfolgen. Kann man sich da nur runterfallen lassen, da kann man nicht wieder hoch, ja? Dann brauche ich jetzt mein Schild. Weil das sieht böse aus da. Oh, die machen Versteinerung, die scheiß Basilisken. Da oben steht ein Bogenschütze, ein Mieser. Steht ja immer noch. So. Okay, das war das. Und eine Estus-Flakonscherbe. Das hat sich jetzt schon mal gelohnt, hier runterzukommen. So, nur gucken, wie wir wieder zurückkommen. Und kann man hier noch irgendwelches Feuer entzünden? Vielleicht hier vorne. Ich habe eine Idee, wo wir sind. Oh. Wir brauchen jetzt irgendwie dann wieder einen Weg zurück, ne? Da steht ein Oger. Ich traue dem Frieden hier gerade nicht so. Ich meine, ein Oger ist schnell besiegt. Das ist nicht das Problem. So. Wunderbar. Dann können wir nämlich hier die Geheimnisse dieses Ortes endlich auch mal abschließen.
Und das war anscheinend immer noch nicht das Letzte. Ja, das habe ich mir gedacht. No, das habe ich mir auch gedacht, dass der zweite hier gleich hinterhergescheißert kommt. Meine Fresse, ey. Klingt gleich noch ein zweiter hinterher. Du nervst. Geh mal von der Tür weg. Ist ja furchtbar. So, verabschiede dich. Dann können wir uns hier unten mal umsehen. Nee. Du auch wieder hier. Na, von mir aus. Von mir aus können wir gerne miteinander spielen, mein Freund. Ich meine, deine Zeiten des Ruhms sind auch vorbei. Man sollte dich zwar nicht unterschätzen, aber du hattest schon Zeiten, da warst du wesentlich gefährlicher. Mist. Und tschüss, Mann. Okay. Das war cool. Das hat auch tatsächlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Lass hier nochmal gucken. Irgendwo was ist. Scheint nicht. Das Einzige, was hier halt noch ist, ist ein Sarkophag, in den wir uns legen können. Gucken wir doch einfach mal. Okay. Was passiert jetzt? Die Natur eurer Existenz hat sich verändert. Tatsache. Wir sind jetzt ein Weibchen. Na, von mir aus. Obwohl. Was passiert denn, wenn ich mich jetzt nochmal reinlege? Ich kann wieder zurückwechseln? Ich meine, es ist ja gut zu wissen, dass man so eine Option hat, ne? Aber. Eigentlich würde ich schon ganz gerne mit dem Charakter spielen, den ich mir erschaffen habe. Und da ist er wieder. Gut. Wunderbar. Und wir haben 46.500 Seelen. Noch mal, immer noch nicht überall Licht gemacht.
Muss ich mal gucken, welches Areal fehlt uns denn wohl noch? Ein rotes Phantom, wo kommt der denn her? Ist er! Und genau jetzt will ich meinen Fernseher ausschalten. Wunderbar. Läuft er bei mir, wa? Okay. Der kann also mein Schild brechen hier, ja? Da spiele ich aber nicht mit. Und ein versteinertes Etwas. Das können wir jetzt noch unseren Damen hier geben und dann beenden wir auch die heutige Folge. Und offscreen mache ich dann Level-Ups oder was auch immer ich mache. Vielleicht werde ich auch irgendwas upgraden. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, finde ich, haben wir ein paar schöne Geheimnisse entdeckt. War das das, was passiert, wenn ich alle Lampen anschalte? Das klingt total doof, alle Lampen einschalten. So, bitteschön. Die Damen. Ein Dämonen-Großhammer? Großhammer aus unbekanntem Material, möglicherweise Stein oder sogar Holz. Der Ursprung seines Namens ist unbekannt. Sein enormes Gewicht deutet darauf hin, dass er nicht für Menschen vorgesehen war. Möglicherweise war er eine Opfergabe für die Dämonen aus der Legende. Das ist der Hammer, den der Asylum Demon im ersten Dark Souls benutzt hat, ne? Gut, das war auf jeden Fall Dark Souls 2 für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir dann tatsächlich auch mal damit beginnen werden, das Erntetal zu erforschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da wieder zur Seite stehen würdet. Bis dann.